Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spiritfarer. Wir haben in den letzten Folgen uns gut weiter bewegt, sag ich mal. Ich wollte aber auch den sicheren Modus anmachen. Genau, dass wir nirgendwo im Prinzip drankommen. Weil wir jetzt erstmal eigentlich nichts sammeln müssten. Uns fehlt halt noch Zink und sowas. So, die Sonnenblumen will ich mal ansetzen. Das ist ja jetzt Futter für unsere Hühner. Die wir auch übrigens seit der letzten Folge haben. So. Jetzt regnet zwar, aber ich gieße trotzdem noch mal alles. Sehr gut. So, wir schauen, wo der uns hinfährt. Da ist Schluss. Dann geht es jetzt hier wieder runter. Obst können wir noch nicht sammeln. So, okay. Die sind wahrscheinlich noch nicht alt genug. Gehe ich mal von aus. Eier haben wir halt keine mehr. So. Nee, gut. Dann lassen wir den Rest so. Und dann stöhnen wir gerade wieder um, weil wir sind jetzt schon an dem Punkt angekommen, den ich angewählt hatte. So, dann sammeln wir hier schon mal die Kisten. Sehr schön, es wächst alles. Stopp. Die Sachen will ich gerade noch mal sammeln. Diesen Jakobsmuschel. So, es kann weitergehen. Da hängt zwar auch noch eine Bar. Das passt schon. Gar nicht zum Tauschen, doch da. So, was kriegen wir hier? Ein Eschestamm. Sehr gut. Schiefer. Stella. Als mein Assistent hast du mehr als verdient. Wie dir ja bereits bewusst ist, ich habe zahlreiche Ausstellungen organisiert. Man könnte sogar sagen, dass es mein Beruf war, doch ich bevorzuge den Ausdruck Berufung. Aber jeder einzelne davon, sei es in Museen, privaten oder öffentlichen Galerien, bei Festivals, antifaschistische Kundgebung, Unternehmenssteuermodelle, Live-Performance, jeder einzelne davon wurde niederträchtigen, begriffsstutzigen, schwachsinnigen Politikern verdorben. Dafür ist die Öffentlichkeit noch nicht bereit, Gustav. Dieser Künstler hat mit dieser anderen Künstlerin geschlafen, deswegen gibt es Feindseligkeiten. Die Königin zieht diese laue, burgöse Kunstwerk vor. Kein einziges Mal hatte ich bei der Organisation einer Ausstellung absolut freie Hand. Oft sagte ich zu mir selber, Gustav, wenn du es erst einmal älter bist, wirst du respektiert. Niemand würde es wagen, deinen Geschmack in Frage zu stellen. Doch dann, nun, du weißt schon, was passiert ist. Als mein Körper versagte und meine Beine so stur wie Holzstämme wurden. Die Krankheit stieg langsam in mir auf, bis mein Gesicht zu einer lächerlichen Grimasse verzerrt einfror. Es macht mir nichts aus. Schließlich ist der Körper lediglich ein Werkzeug für den Geist. Und mein Geist blieb stets so rein und frisch wie Quellwasser. Nein, mir war nur zuwider, wie andere mich wahrnahmen. Wenn man sich in einer grotesken Statue seiner selbst verwandelt, behandeln einen die Leute bald nur noch wie ein Möbelstück. All die Arbeit, all diese Jahre, die Opfer der Erniedrigung, all das verlor plötzlich sämtlichen Wert.
Ich versuchte, meine Arbeit fortzuführen, wie du sicher noch weißt. Auch dank deiner Hilfe, aber nichts war jemals wieder so wie zuvor. Nun, aber diesmal wird es anders sein. Diese Ausstellung wird das reine Chaos sein. Ein Mahlstrom aus künstlerischem Feingefühl, allen menschlichen Gegensätzen zum Trotz zusammengeführt und diese wichtigste Botschaft der Transzendenz der Schönheit zur Verkündung. Ja, das ist fortan mein Ziel und deines auch, falls du dich dazu entscheiden solltest, mir zu helfen. Aber das wirst du ganz sicher tun. Achso, ich habe gedacht, auf ein Wort. Stella? So, du hast schon wieder Hunger. Ja, es ist ja gut. Ich sollte mich mal angewöhnen, erst zu umarmen und dann die Leute in Ruhe essen zu lassen. Obala. So, wir fahren weiter. Da ich nicht weiß, wie weit es runter geht, schauen wir einfach mal. Kleine. Er braucht was zu essen. Oh. Baue zerkleinere Werte Arturs Haus mit einem Bilderrahmen auf. Ah, mir geht gerade nicht, okay. Okay. Schön. So, wir reisen jetzt hier durch. Um Medensteine. Ich kann mir vorstellen, dass hier doch noch irgendwas kommt, ne? Das ist halt noch alles nicht erkundet. Oh. Das ist... Ja, nee. Ich möchte... Nein. Habe ich nicht extra sichere Reisedings ausgewählt? Glaube. Gebratenes Hühnchen. Da brauche ich immer noch die Presse für, ne? Oh, Mingberg. Da fehlt mir Zink. Da fehlt mir Geld. Pulver, Pulver. Zink, Zink. Zink. Durchsichtige Glasplatte. Oh, stopp. Da endet gleich der Bogen schon.
Schwarze Tigergarnele. Okay. Aal, mit lauter neue Sachen, mega gut. Kalmar. Einmal angeln geht noch. Nee, warte. Wir kommen hier gerade raus. Londa. Wir haben die Flotsamküste entdeckt. Okay, wo sind wir jetzt hier? Da reisen wir doch mal genau hin. Alles klar. Ganz versteckt, wenn man mal so guckt. Na, ich bin so extra so einen riesen Bogen gefahren, um zu gucken, wo man hier überall hinkommt. Und dann kommen wir hier drüben und dann geht es ja hier noch weiter. Also es ist noch echt viel. So. Lotsamküste. Müssen mal gucken, was wir bei der machen können. Oh, wer ist das? Irina, ach, das ist die andere Schwester. Scheinbar kann man da nichts machen. Wir gucken mal. Ah, das da drüben, das kann ich holen. Das war, weil ich jetzt hier zu gierig bin. So, mit Gefühl. Mit Gefühl. Rotlachsardelle Amethyst. Und da oben, wie kommen wir da hin? Wir reden mal mit ihm. Er kann uns da bestimmt helfen. Ebenfalls guten Tag. Es freut mich, dass du was gesagt hast. Es wäre seltsam gewesen, wenn du einfach nur mir vorbeigegangen wärst. Gut, das ist alles. Schönen Tag noch. Ernsthaft. Und wie komme ich da jetzt hin? Nee, da komme ich wie auch immer nur irgendwie. Vielleicht, wenn ich hier Doppelsprung. Also, so, nee. Das weiß ich nicht. Das müsste man sich natürlich mal merken. Es ist zu dunkel zum Navigieren. Ne? Dann gehen wir nochmal So, Schläfchen machen. weiter geht die Reise. So.
Sunspring-Platz, dann fahren wir dahin. Aber natürlich im sicheren Modus. Ach so, dann haben wir das aber nicht. So, wenn wir das jetzt wieder ernten, genau, kriegen wir nur wieder Sonnenblumensamen. Das heißt, daraus machen wir dann unser Hühnerfutter. Kartoffelsamen. Ich habe ihnen jetzt irgendwas gegeben, was ich ihm eigentlich nicht geben wollte, glaube ich. Keine Ahnung, was du jetzt zu fressen bekommen hast. Schätze dich glücklich. Unser anderes Schaf. Ist am Verhungern. Ich glaube, Himbeeren habe ich dem gerade gegeben. So, und bevor wir dann natürlich einmal erkunden. Hier wollte ich noch mal ein paar reinmachen. So, jetzt ist voll. Wir haben Hühner. Leute, wir haben richtige Hühner. Machen wir auf jeden Fall schon mal einen Cut für die Pause, wollte ich sagen. Und dann tun wir in der nächsten Folge zusammen diesen neuen Ort erkunden. Lasst auf jeden Fall mein kleines Kommentar unter dem Video da und auch eine Bewertung mit einem kleinen Däumchen nach oben vielleicht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.